Ja moin Leute, wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und wie immer in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie man einen Bartisch bzw. Bartheke bauen kann. Man kann die sowohl mit LEDs ausstatten und wen das zu kitschig ist, der lässt es einfach weg. Vom Prinzip ganz einfach aufgebaut, man kann den Tisch natürlich auch länger oder breiter bauen, je nachdem was ihr vorhabt. Und in diesem Fall brauchte ich genau diese Maße und er ist 1,50 Meter lang und 43 cm breit geworden. Die Höhe müsste man natürlich dann Hocker oder Stühle anpassen, je nachdem, was man zur Verfügung hat. Zuerst habe ich mir Holz besorgt und das war douglasierte Kanthölzer. Die waren 3,5 auf 7 und 3 Meter Länge. Die 3 Meter Länge habe ich dann einmal in der Mitte durchgesägt. Muss nicht unbedingt genau sein, das kommt jetzt nicht auf einen Zentimeter drauf an. Und so habe ich natürlich aus 3 dann 6 Bretter, die ich hinterher einfach schraube. Die Bretter haben an allen 4 Kanten einmal eine 45 Grad Schräge vom Werk aus direkt, wenn man die kauft. Und diese wird zuerst natürlich abgeschnitten, weil wenn ich jetzt Holz an Holz mache und die zusammen verleime, ergibt sich so eine Kuhle und die möchte ich natürlich dann nicht dran haben, weil sie sieht echt nicht schön aus. Deswegen habe ich die an beiden Seiten abgeschnitten. Dadurch, dass ich an beiden Seiten es abgeschnitten habe, wurden aus 7 cm 6 cm. So sieht das Brett dann aus, wenn von beiden Seiten alles abgeschnitten ist. Jetzt werden die Bretter zuerst miteinander verleimt, Schicht für Schicht oder Brett auf Brett, und ich habe die dann mit einer 80er Schraube verschraubt. Ich habe pro Brett habe ich dann 5 Schrauben genommen. Ihr müsst auf jeden Fall so viel Leim zwischen den Balken packen, so dass die hinterher oder dann, wenn man die verschraubt, dass die rausquälen. Dann müsst ihr nur noch den Leim einfach mit den Finger und dem Lappen einfach aufsammeln bzw. einfach wegwischen. Es geht darum, dass die Fugen, die dazwischen sind, auf jeden Fall voll dicht sind mit Leim oder beziehungsweise einen anderen Kleber, den ihr da benutzt. Schicht für Schicht übereinander gestapelt, verschraubt, verleimt, dann ergibt sich ein kleiner Tisch beziehungsweise eine Fläche. Ihr müsst auf jeden Fall immer eine gute Seite nach oben packen oder zu einer Seite und die schlechtere nach unten. Dann müsst ihr vorher natürlich alles genau gucken. Im Holz sind meistens so kleine Fehler drin, wenn das Holz von Natur aus ist. Deswegen müsst ihr immer die gute Seite nach vorne packen, die schlechte Seite nach hinten und aufpassen, dass es wirklich schön bündig abschließt auf der Sichtseite, damit ihr hinterher weniger schleifen müsst. Wenn dann die einzelnen Kanthölzer miteinander verklebt sind, könnt ihr den auf Maß schneiden bzw. auf den Maß, den ihr braucht, und dazu macht ihr euch am besten einen Anschlag, damit ihr wirklich eine gerade Schnittkante habt. Als dann das Holzelement fertig war, habe ich dann eine USB-Platte genommen. Könnt ihr beliebig dick nehmen. Ich habe jetzt, weil ich einen nicht so großen Tisch habe, habe ich auch eine relativ dünne USB-Platte genommen. Die habe ich dann einfach abgezeichnet, genau die gleichen Maße, die die Tischplatte hat. Es ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, aber falls ihr doch Fragen solltet, dann schreibt einfach in die Kommentare rein. Hier kann man jetzt sehen, dass ich die USB-Platte drauflege und durch die Schrauben die untere Holzplatte mit der beiden Platte einmal zusammen drücke und sie sich dadurch auch wirklich gerade zieht. Und erst dann kann ich anfangen, die auszuschleifen, so dass ich eine schöne gerade und ebene Fläche habe. Ich habe zuerst wirklich ganz grob drüber geschliffen, zuerst mit einem 60er Korn, dann bin ich auf einen 120er Korn gegangen. Dann bin ich nochmal in 150er Korn gegangen und am Ende habe ich dann einfach nochmal mit einem 320er Korn gemacht und einmal wirklich mit der Hand dann nochmal mit einer Polierwolle oder ganz feinem Schleifpapier einmal drüber geschliffen. Hinterher habe ich dann einfach mit dem Lappen den ganzen Holzstaub einmal weggewischt, damit der Holzstaub jetzt sich nicht in das Öl mit reinmischt. So, jetzt kommen wir einmal zu dem Öl. Und zwar, bis ich das richtige Öl gefunden habe,
die richtige Farbe dafür auch gefunden habe oder die Farbe, die ich gebraucht habe. Hat das echt eine kleine Ewigkeit gedauert, aber ich habe es endlich gefunden und ihr könnt es natürlich auch im Internet bestellen. Ich habe es hier bei uns vor Ort im Farbladen geholt und ich habe es euch auch eingeblendet, falls jemand genau dieses Öl haben möchte. Ich habe es mit einem Lasurpinsel erstmal aufgetragen, also relativ grob, und nach 20 Minuten habe ich den einmal mit dem Lappen hinterher komplett einmal sauber gewischt, sodass keine Spuren drauf bleiben, weil wenn ihr das nicht macht oder vielleicht macht ihr auch eigene Erfahrungen, dann bleibt so eine klebrige Schicht und die will man da nicht haben und bleibt echt lange drauf, bis es wirklich getrocknet ist. Und deswegen hinterher schön mit einem Lappen drüber gehen und das Öl, was übrig geblieben ist, einmal aufsaugen lassen von dem Lappen. Dann habe ich mir einmal zwei Kurzseiten, einmal zwei Längsseiten angeschnitten. Das wird dann der Rand. Daran habe ich dann 45 Grad Schrägen dran geschnitten. Das ist sozusagen wie ein Bilderrahmen wird. Am Ende muss man den nur noch zusammenschrauben. Den habe ich einmal schwarz lackiert. Und ihr könnt es natürlich in eine andere Farbe machen. Es kommt davon, ob was hier steht. Und ich wollte eigentlich schwarz, was sehr gut passt. Oder weiß würde auch sehr gut passen. Und dann kommen solche Füße dran, die sind bei mir Meter lang. Unten habe ich eine etwas Vergrößerung, damit der später, wenn er festgeschraubt wird, unten viel stabiler ist, und er ist auch wirklich dadurch viel stabiler, weil ihr eine größere Fläche habt, die hinterher oben am Tisch festgezogen wird und der kippelt euch auf jeden Fall weniger. Ich habe bei mir nur zwei Füße gemacht, weil ich nur an einer Seite zwei Füße haben wollte oder gebraucht habe. Man kann natürlich auch das Ding auch wie einen Tisch aufbauen, das heißt mit vier Füßen. Dann braucht ihr einfach nur vier von diesen Dingern. Bei mir war das halt so. Und jetzt kommen wir mal zum Rand, den habe ich ja festgeschraubt. Ihr könnt die Schrauben auch, wenn euch das nicht stört, von vorne festschrauben. Das heißt, oder sprich, man sieht die hinterher. Ich habe die jetzt versucht unsichtbar zu machen, das heißt von hinten. Hat funktioniert. Nur man muss sich ein bisschen Mühe geben, dass sich auch die untere Fläche wirklich gerade und schön bündig ist mit der gesamten Holzfläche. Das heißt, der Rahmen muss passen mit der Holzfläche überein. Es muss schön billig sein oder etwas gleichmäßig überstehen oder drunter stehen, spielt keine Rolle. Aber es kommt natürlich darauf an, was ihr haben wollt. Aber immer schön, damit es gleichmäßig ist. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Jetzt werden einfach nur noch die Füße festgeschraubt. Ich habe da vier Schrauben genommen und diese vier Schrauben waren 4x40er. Und am Ende habe ich nur noch dieses LED-Band, was ich auch auf Batterien gemacht habe, damit ich nicht vom Strom abhängig bin, dran gemacht. Das ist nur so ein kleiner Effekt, den muss man nicht machen. Wer drauf steht, kann das machen. Und so sieht es am Ende aus, mit der Beleuchtung zusammen. Und wer das, wie gesagt, nicht haben möchte, der muss es nicht machen. Aber ich habe das jetzt mal gemacht, einfach mal ausprobiert. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, wir würden uns darüber freuen. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr was kommentieren wollt. Und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.